Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zum Hochkönigreich von Schweden hier, Crusader Kings 3. Lieben, ich muss schon sagen, irgendwann ist echt die Übersicht weg, ja? Man versucht hier als Stammesfürst das so ein bisschen zusammenzuhalten, diese Wagengeschichten und. Man hat auch schon gar nicht mehr so den Überblick, wer wo mit wem verbündelt ist und so weiter. Kann man auch wahrscheinlich gar nicht haben, aber es ist echt schon so ein Chaos und viel zu tun immer. Ich habe immer das Gefühl, dass hier echt die Übersicht fehlt. Bei einigen Sachen könnte man das mit dem Interface eigentlich verbessern. Zum Beispiel hier bei dieser Wahl zum Hochkönig. Warum kann ich hier zum Beispiel nicht sortieren? Oder sehe ich da? Oh, Moment. Oh. Stimmenergebnis? Ja, ich sehe es ja jetzt doch. Also, aber sehe ich denn hier auch? Nee, also ich kann bei den Kandidaten das sehen. Aber sonst, wenn ich hier zu den Kurfürsten gehe, zum Beispiel, warum kann ich das hier nicht sortieren? Nach was wird das hier sortiert? Ja? So, also gewisse Sachen, hätte ich mir so ein bisschen, also die, übersichtstechnisch ginge es besser. Das nagt so ein bisschen am Spielspaß. Man rusht hier einfach so durch und ja, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Wir werden schauen, wie sich das entwickelt. So. Und ich hatte bei den Spieleinstellungen am Anfang schon eingestellt, dass hier nicht eigene Reiche gegründet werden können. Das hier finde ich zum Beispiel echt unlogisch. Wir haben das Kaiserreich Schweden irgendwie gegründet. Das ist einmal skandinavisches Gebiet gewesen. Aber irgendwie kann ich das nicht mehr... Naja, ihr wisst schon. Also, ich kann dieses Gebiet quasi nicht mehr in Mainz einverleiben. Halt so diese ganzen Geschichten. Vielleicht machen sie spieltechnisch ja Sinn, aber... Ja. Ich habe da so eine gemischte Meinung dazu. Hier war doch auch zum Beispiel mal eine Option Titel eingliedern. Lieblingstum von Sjeland, Skane. Teil eures Haupttitels, okay. Wird Teil eures Haupttitels. Aha. Ist denn Dänemark nicht Teil unseres Haupttitels? De jure. Teil von Hochkönigreich Schweden, ja. Ich will mal ganz kurz was gucken. Also so ein paar Verständnissachen sind auch immer da. Königreich von Skandinavien zu eurem Haupttitel. Aha, okay. Aber es ist doch schon Teil von unserem Haupttitel. Wisst ihr, was ich meine? Das ist es doch schon. Eigentlich. So. Naja, nichtsdestotrotz wird es jetzt mal weitergehen. Weil so Litauen kann ich doch auch. Ich weiß es nicht. So, wir lassen mal weiterlaufen. Versprochen ist versprochen. Er hält ein schwaches Null. Oberhäuptling. Das war nur betrunkenes.
hält ein schwaches Druckmittel gegen uns. Ja, okay, da hat er halt einen Gefallen und dann ist gut. So. Lassen wir mal weiterlaufen. So, noch eine Runde werde mit Gäste. Diese Festmäler überspringe ich jetzt nochmal. Also da werde ich jetzt nicht alles lesen. Unser Neffe... Wie schnell sie doch flügge werden. Holmgar wird jetzt verheiratet. Warum? Ja, alles gut. Erlaubt keine Polygamie. Hatten wir sie hier nicht bekehrt? Was ist das denn für ein Schwachsinn? Er ist unser neuer Spielerbe. Mal eine Pause kurz hier, Leute. So. Nun gut, ihr werdet es am besten wissen. Spielerbe, ja. Hochkönigreich von Schweden. Immer noch nichts von... Der hat ein Druckmittel gegen uns. Ehescheidung erzwingen und so weiter. Da können wir nichts machen. Die haben geheiratet. Super. Ja, ihr Lieben. Wir müssen hier nochmal kurz echt überlegen, wie das weitergehen soll. Schauen wir uns mal an. Er ist unser Spielerbe. Warum? Warum ist denn das so? Hat er da jetzt einen stärkeren Anspruch als er hier? Ja, ne? Kann ich hier noch Stimmen abbringen? Ingemar ist verstorben. Unser Bruder. Und der war ja hier unten, der Fürst, ne? So, ja. Dann müsste ja hier unser Neffe an der Macht sein, oder? Was? Okay. Karl Georgsson ist neuer Spielerbe. Oh, Leute, Leute, das ist echt so, ne? Ist schon ein bisschen zum Mäusemelken, ne? Kandidaten nach Stimmergebnis. Da kommen wir auch irgendwie nicht mehr so ran, habe ich den Eindruck. Wie sieht's denn jetzt in Paderborn aus? Wie lange noch? Sieben Jahre noch. Freya, so gerne. Neffe wird angegriffen. Ich lass mal so ein bisschen durchlaufen.
Je mehr ich meine Studien vertiefe, desto offensichtlicher wird die Verbindung zwischen Körper und Geist. Zu viel Sorge kann einen Menschen krank machen. Und der Geist ist nicht stärker als sein Gefäß. Ich brauche etwas, das mir hilft, den mit meinem Titel einhergehenden Stress zu verarbeiten. Ich habe gelesen, dass viel Bewegung sowie das Führen eines Tagebuchs dem Nervenkostüm gut tun. Er geht mal laufen, ja? Er ist athletisch. Bündnis vorgeschlagen. Wer ist sie? Ablehnen. Book expiring soon. So, einige Druckmittel entfallen jetzt. Okay. Ich werde mal gucken, ob ich meine Vasallen beschenken kann. Alle. Geschenk schicken. Geschenk schicken. Vielleicht verbessert das ja so unseren Ruf ein bisschen. So, wir haben ja das Geld. Können wir vielleicht dadurch ein bisschen was reißen? Große Schenkung hier. Ja, alle kriegen mal so ein bisschen Geld von uns. Alle. Eher nicht. Wir haben jetzt echt gut Geld investiert. Alle kriegen ein bisschen Kohle von uns. So, das hätten wir gemacht. Wie lange gilt das? So, die Meinung sagen, um Geschenke halten, 3 pro Jahr. Zehn Jahre. Wir machen es mal vielleicht noch mal so 1110. Ja, so. Alle Nachrichten löschen. Die Nachfolgegeschichte, ja. Er wird der König von Pommern? Ja, auch so eine Sache, auf die ich mal gerne achten könnte. So, jetzt habe ich den ihm Island gegeben und er wird König von Pommern. Naja. Aus Fehlern lernt man. Ich werde jetzt nochmal Folgendes machen. Wir können es uns natürlich leisten. Wir könnten sagen, dass wir England den Krieg erklären. Und zwar einfallen in das Königreich. Nee, wir werden uns mal um den Herzogtum kümmern. So, Krieg erklären. Herzogtum erobern. Und zwar das Herzogtum... Lothian. Wie heißt denn dieses Herzogtum? Ach, Moment mal. Herzogtum von Moray.
Herzogtum von Moray. Okay. Führen wir mal diesen Krieg. Krieg erklären. Herzogtum von Moray. Wo ist das? Da. Hier oben. Sollen wir es tun? Wir tun es. So, ihr Lieben. Wollen wir nochmal kurz bei den Champions reinschauen. Wie viele Truppen hat der englische König? Der hat 2500. Deswegen werden wir mal hier mit so einer entspannteren Armee mal angreifen. So, Champions gerne. Vasall. Rekrutieren. Zwingen. Zwingen. Vasallen bitte nicht. Vasallen nicht. Verbieten, Ratsmarschall. So. Zwingen, zwingen. Verbieten. Ulf kann gerne kämpfen. So, dann sagen wir mal Folgendes. Die Armeen kommen mal nochmal hier hin. So, einmal hier. Erstmal alles Kriegsvolk, bitte. Dann belagern wir hier mal. Und dann gucken wir mal, was der König von England so treibt. Vorzug im Lebensalter. Anatomische Studien. Bewerbung von Hofärzten kostet weniger. Nicht verkehrt. So. Sorgsame Pflege, unsere Frau. Ist ja immer noch zu jung für die Leute, ich weiß es nicht. Beendet das Komplott von euch. Guardians can be assigned. Verwaltung. Ja, Arke. Ja, dann unterrichtet sie mal Arke. Festmahl veranstalten. Machen wir doch gerne. Willkommen, meine Freunde. Das habe ich gut gemacht, nicht wahr? Weil wir arrogant sind. Ernten wir mal den Lob. Gergana ist im Kerker gestorben. Fein. So. Ja, so ein Kampf zwischen zwei Rivalen. Wir haben da mal mit bisschen Prestige mal dagegen angehalten. Der hat jetzt 4000 Mann unter Waffen. Deswegen werde ich hier jetzt mal... Drei habe ich. Nochmal 5000. Mal unter Waffen nehmen. Bis zum nächsten Mal. Festmahl ist zu Ende. So, stopp. Und wir belagern mal weiter. So, dann geht's mal auch hier hin. Wir teilen die mal. Er ist Ratskanzler geworden. Okay. Alles klar.
Könnte 3 Jahre dauern. Nicht schlecht, Herr Specht. So. Kriegerorden angeworben. Derzeitige Lage. Mächtige Vasallen erwarten Ratsposten. Jo, die kriege ich hier ja nicht weg. Also ich werde auch nicht andere mächtige Vasallen entlassen. König Torho von Bjarmaland. Ah, kriegen wir alles nicht rein. Konkubine nehmen will ich nicht. Titel können geschaffen werden. Mächtige Vasallen erwarten Ratsposten. Oberhäuptling Güdri kann eingekerkert werden. Oberhäuptlingstum von Brutzen, ja. So. Wir kümmern uns mal hier um den... Was macht unser Ratsspitzel eigentlich momentan? Der soll mal da suchen. Wir belagern hier mal weiter. Noch scheint es zu laufen. Laute Stimmen vom Tinkeln. Irgendwann, sie werden irgendwann schon von allein müde. Ja, das machen wir mal. Wir kümmern uns darum nicht. Vierte Armee von Jung. Sollen sie mal machen. Baronie von Dornoch. Sehr interessant. Asatruisch. So, noch geht es weiter hier. Achtzehn Monate verbleibend. Also jetzt wird's hier echt kuddelig, ne? Aber das ist schon, naja. So. Noch hält sich hier alles im Rahmen. Vierzehn Monate, sagt es hier noch. Mein Ratsspitzel ist mit Besorgnis erregend. Das muss ich nicht. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet ein Komplott, um eine Person zu ermorden. Und zwar Georg. Aha. Wie ist denn die Gesundheit unseres Herrschers? Ist in Ordnung. So. Sigurd ist... lässt sich bilden. Also Bildung ist so sein Schwerpunkt. Wir werden ihn mal von seinem Bruder ausbilden lassen. Ratsspitzel hat ein Geheimnis offenbart. Alles klar. Mein Vasall König Gunnar ist mit einem großen Tross gut gekleideter Diplomaten, Champions und exotischen Gauklern vor meinen Toren aufgetaucht. Der Zug ähnelt einer Parade, die von Gunnar selbst angeführt wird. Lauthals verkündet Gunnar, dass er hier ist, um mir zu huldigen und dass er als Geschenk Gold dabei hat. So viel Großzügigkeit findet man bei seinen Untertanen nur selten. Die Treue von Gunnar muss man wahrlich zu schätzen wissen. Bitte tretet ein. Legt das Gold doch gleich linke Hand ab. Behaltet das Gold. Eure Freundschaft ist genug. Ja, er soll mal reinkommen. So.
wir entfernen hier mal die Befehlshaber. Und ja, warten erstmal ab, wie sich das entwickelt. So, die Belagerung läuft noch. Und wir sind auch schon am Ende einer Staffel, ihr Lieben. Ja, Kuddelmuddel, Nachfolge nicht geregelt. Das wird auch nochmal so eine Story, wie wir damit umgehen, ob wir den Titel doch behalten oder nicht. Darum müssen wir uns kümmern. Unser König will expandieren. Wir versuchen uns auf den britischen Inseln festzusetzen. Und ja, wie das in Zukunft weitergeht, werde ich mir nochmal Gedanken machen. Aber soweit dann in der nächsten Staffel. Und ja, nächste Woche Samstag dann erst wieder. Macht's bis dahin gut. Ciao, ciao, euer Fadi.